Ein Foto von der Vertragsunterzeichnung mit Jürgen Klopp hatte der FC Liverpool schon am Donnerstagabend veröffentlicht. Am Freitag soll der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund offiziell an der legendären Anfield Road vorgestellt werden. Der FC Liverpool gab am Donnerstagabend die Einigung mit dem 48-jährigen Klopp bekannt und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Zur Dauer des Vertrages machte Liverpool keine Angaben, in Medienberichten war aber von einem 3-Jahres-Vertrag die Rede. Eigentlich wollte Klopp nach seiner 7-jährigen Amtszeit in Dortmund ein ganzes Jahr Pause machen, daraus wurde jetzt nur eine Auszeit von 3 Monaten. Klopp wird auch seine Trainerassistenten aus Dortmund mit nach England nehmen. Der FC Liverpool steht in der Premier League derzeit auf dem 10. Tabellenplatz. Der Klub hatte erst vor wenigen Tagen seinen Trainer Brendan Rodgers entlassen. Klopp war offenbar schon lange der Wunschkandidat der Verantwortlichen in Liverpool. Die Buchmacher in England hatten in dieser Woche schon frühzeitig keine Wetten mehr auf seine Verpflichtung angenommen. Bei den Reds wird Klopp auch den deutschen Nationalspieler Emre Can und Ex-Bundesliga-Profi Roberto Firmino treffen.